Herzlich willkommen beim ASEF Arbeitskreis Netze, heute in Kooperation mit dem Forschungsprojekt Winnode. Der Arbeitskreis bedeutet Informationen, die natürlich spartenübergreifend für mich relevant sind und sehr praxistaugliche Informationen bietet. Im Wesentlichen geht es um Austausch auch mit Kollegen und um neue Aspekte, die man aufnimmt. Für uns spielt natürlich das große Thema Digitalisierung und neue Übertragungstechnologien eine große Rolle. Gerade auch als Stromnetzbetreiber werden heutzutage sehr große Datenmengen durch die Netze gejagt und man soll die Netze besser steuern können. Das geht halt nur über Übertragungstechnologie. Ich arbeite gerne bei der ASEF aktiv mit und zwar kann ich da sehr gut netzwerken. Das heißt, ich bekomme einen Überblick, was läuft in Deutschland zu unterschiedlichen Themen wie Netzen, wie Vertrieb, wie Marketing, aber auch in Erzeugung und Energieeffizienzbereich. Ja, ich als Arbeitskreisleiter Netze hatte heute das Vergnügen, auch unser Forschungsprojekt Winnode mal mehr auf unsere ASEF-Netzseite zu bringen. Wir sind besonders stolz darauf, in einem großen Netzwerk wie Winnode gemeinsam einen Weg zu einer All Electric Society zu ebnen. Vor allen Dingen unser Niederspannungsnetz mit verschiedenen Energiespeichern, regelbaren Ortsnetz Trabo und dem Messsystem ebnet genau diesen Weg. Es ist ein sehr reger Austausch zu verschiedensten Themen, zu neuartigen Themen. Natürlich auch durch die Unterstützung der Moderatoren, das Ganze in einer gewissen Bahn zu lenken und auch Wissensgewinn dann auch breit gefächert in die Häuser wieder zurückzutragen. Also ich denke, es war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Man ist quasi hier up to date und nimmt immer wieder neuen Input mit. Das erspart viel Seminare, Messebesuche, also hier kommt man auf den Punkt und das gefällt mir wirklich außerordentlich in dem Kreis. Falls Ihnen unser Beitrag gefallen hat, dann liken, abonnieren und Glocke aktivieren. Mehr Infos zu den Arbeitskreisen finden Sie auf unseren Homepages asef.de und asef-windnode.de.